Zum Gefecht, meine Freunde! Natürlich, die Herzlosen sind doch überall. Wenn sie schon aufgetreten sind in Halloween Town, dann ist es doch wahrscheinlich, dass sie hier auftreten werden. Nein, ach, die verachten doch jetzt hier. Ich kann ja mal hier die Kiste öffnen. Wenn ich sie gerade hier schon sehe. So, dann haben wir erledigt, kommen natürlich die nächsten. Aber das Schöne ist, wir können das Karussell übrigens nutzen, um gegebenenfalls auch reinzuschubsen, glaube ich. Das dreht sich ja, das Karussell. Ach, man kann sie so ein bisschen wegschubsen. Ist halt auch das Interessante an diesem Teil, dass man eben die Umgebung so mitnutzen kann. Und ich finde, in keiner Welt kommt das so klar raus wie hier in Halloween Town. Allein schon, weil der Platz, der Fallenplatz einem eh mehr immer. Schon im ersten Teil, glaube ich, hat er auch schon gegen und mit uns gearbeitet. Ich hasse das. Kann ich eigentlich noch ein bisschen mehr drehen? Oh, da kommen sogar so Sachen raus. So, erledigt. Dann ist noch Level abgekommen, auch schön. Donnerwetter, wir dürfen nicht zulassen, dass mit Weihnachten was passiert. Da ist das Haus von Niki Graus. Da gehen wir auch gleich hin, aber erstmal Kisten öffnen. Die Kiste öffnen, High pushen. Andere Kiste auf der Seite haben wir schon. Ist sonst keine weitere. Hier ist noch eine Kiste. Mit Ether. Am Karussell ist keine. Und dann noch die hier mit Rieltropfen. Zusammen. Ihr wollt sicher wissen, was über euch auf meiner Liste steht. Wie heißt du? Sora heiße ich. Mal sehen. Sora. Hier stehst du ja. Tja, aber laut meiner Liste, Sora, da hast du vor 7 Jahren allen erzählt, dass du nicht an den Nikolaus glaubst. Ja, was machen wir denn da? Und was ist mit Toilette und Tüfe? Wunderbar! Stehe ich auch auf der Liste, Jack Skellington aus Halloween Town? Halloween Town? Bitte, also ich kann wirklich auf Ärger verzichten. Hast du was angestellt? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich finde es manchmal so ein bisschen komisch, dass sie dann so schnell reden mit diesen, wie jetzt zum Beispiel mit Jack, ich wasche meine Hände in Unschuld, oder auch bei Sora in einer der letzten Folgen, wo er sich für Will und Elizabeth gefreut hat. Keine Ahnung, woran das liegt. Jetzt hier nicht an den Emulator. An dem Emulator liegt es manchmal, dass es sich so ein bisschen verzögert, aber das ist halt auch im normalen Spiel an der PlayStation so gewesen. Keine Ahnung. Falsch programmiert. Ein bisschen. Aber es sind so Kleinigkeiten. Die kommen auch nicht so oft vor. Das Karussell hat eine Fehlfunktion, seitdem es vom Blitz getroffen wurde. Jetzt ist es gefährlich.
Hier verwahrt Nikolaus wahrscheinlich seine ganzen roten Kostüme. So, erstmal die Karte der Umgebung, oder? Ja. So, blablabla. So, hier geht's dann nur wieder raus. Ist auch keine Kiste so weit. Wir gehen jetzt mal in die Werkstatt des Niki Kraus. Vom Niki Kraus, so. Jetzt hab ich's. Warum müssen wir uns verstecken? Seid still. Eine nette Überraschung. Dieser Narr Jack hat Sora und seine Freunde mitgebracht. Jetzt können wir uns ihrer auf einen Streich annehmen. Und was sollen wir tun? Wer ist da? Oh nein! Oh! Das sind Furcht, Angst und Schrecken. Du kennst die drei? Sie sind Halloween Towns schlimmste Racker. So scheint es. Solch ungezogene Kinder sieht man selten. Fangen sie und bringen sie her. Ich werde ihnen ins Gewissen reden müssen. Niki Graus, eigentlich wollte ich mit dir zuerst über Weihnachten sprechen. Das muss warten. Ich muss jetzt in meiner Fabrik nach dem Rechten sehen. Los, Jack, fangen wir die kleinen Schlängel. Schön, na gut. Machen wir das, machen wir das. Diese Fußspuren können zu diesen drei Rackern führen. Racker. Ja, weiter geht's. Ja, klar. Jetzt. Lass das doch. Geht doch los. Kämpfen, euch erledigen. Das ist ein neuer, ne? Einheit. War der einfach, hat er sich einfach ignoriert gefühlt und sich denke, da komm, ich spawn einfach neu. Kurz vorm Sterben, ich spawn neu mit vollem Leben. Ich werde mich ganz gemein. So, das haben wir und dann können wir weitergehen. Ich heile mich mal gerade. Da sind die anderen. Die sind natürlich wieder nach Halloween Town abgehauen. Wie sollte es auch anders sein? Wäre zu schön, wenn sie hier auf dem Weihnachtshügel auf uns gewartet hätten. Deswegen gehen wir mal weiter. Oder wieder zurück. Weiter geht's. Noch ein paar XP zwischendurch sammeln. Ich wollte so aus Scherz eigentlich sagen, so, ich kümmere mich um den hier, kümmert euch um die anderen, weil der Kleine hier, der ist gemeingefährlich. Im Vergleich zu diesen komischen Katzenmumien. Und dann haben die das wirklich einfach mitgebracht. Naja, besser so, als wenn die durch bloßes Angucken halt draufgehen, ne?
So, Friedhof, mal gucken. Ah, Videosequenz. Ach, wie gern ich doch dieses lächerliche Weihnachtsland zerstört hätte. Aber jetzt, wo Sora und diese zwei Hofnarren hier sind, ist eine Planänderung angebracht. Die Rache kommt vor dem Vergnügen. Welche Sorte von Rache? Die hinterhältigste, gemeinste Sorte natürlich. Das klingt wirklich böse. So böse wie Boogie? Das wäre super duper böse. Boogie Boogie, diese insektenverseuchte Wundertüte der Niedertracht? Wie überaus verlockend. Und wo finde ich ihn? Jack und seine doofen Freunde haben ihn vernichtet. Ach ja, ich erinnere mich. Umso verlockender. Dann will ich euch euren Herrn und Meister wiederbringen. Oh, ich kann ja weiterlaufen. Ich habe kurz was weggeguckt. Ich wollte gerade sagen, im ersten Teil hatten wir ja indirekt mit Boogie zu tun. Nein, wir haben den ja in seinem Spielpalast unten im Haus sind mit dem ja gegenübergetreten. Achso, wir müssen ja jetzt da oben lang gehen. Jetzt ist der Weg ja frei. Komm, mach hier noch das Bett. Ey, nein! Das war so nicht geplant. Das kommen die natürlich wieder jetzt. Jetzt ignoriere ich sie. Nein, jetzt will ich nicht mehr kämpfen. Aus Prinzip. Jetzt kommt wieder Schwung ins Geziefer. Du hast einen ganzen Sack voll gut bei mir, Malefiz. Dann zeig dich doch gleich erkenntlich. Erinnerst du dich an Sora, Donald und Goofy? Ob ich mich erinnere? Ha, du machst voll Witze. Wie könnte ich jemals vergessen, was sie mir... was haben sie mir nochmal angetan? Dich zermalmt wie einen Käfer. Das klingt übel. Und Jack hat geholfen. Noch übler. Sie haben dich platt gebügelt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das vergesse ich so schnell nicht. Oh nein, das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Und auch das Einzige, bis ich diesen Clowns nicht gezeigt habe, dass man sich besser nicht mit Oogie Boogie anlegt. Jawohl, gut so. Das nenne ich Kampfgeist. Und ich habe mir auch schon den perfekten Plan überlegt. Schon mal was vom Weihnachtsland gehört? Oogie Boogie! Wach auf, wach auf! Wir wollen sehen, wie böse du bist! Er muss sich wohl noch etwas erholen. Ihr drei bleibt hier und haltet Sora und die anderen auf Trab. Da sind sie. Halt sie auf! Schön festnageln! Angriff! Alle eingegessen. Sachen gibt's. Ich glaube, das ist einfach nur, damit er dann so dieses... So, ich habe Furcht den Roten gegessen, jetzt mal Feuer angriffen. Ich könnte ja mal... Einfach, weil ich es kann... Mann, oh. Ah, Hilfe. Einfach mal die weiße Form machen, hä? Huh?
Oh Mann, es wäre nur schön, wenn ich auch noch zum Angreifen kommen würde. Ach, da schieße ich ja. Stimmt, ich hatte ja sonst immer Goofy hauptsächlich bei mir, wenn ich die weißen, also wenn ich Drive gemacht habe. Dann war es ja nicht die weißen Form. Die weißen Form habe ich auch gar nicht so lange, fällt mir gerade. Kommt mir gerade in den Sinn. Ich kann ihn wieder mal Drive machen. Eigentlich müsste ich auch mal. Limit können wir auch mal machen. Limit. So sieht Komet übrigens aus. Damit ich die auch mal gemacht habe. Oh, jetzt nimmt er sich den nächsten. Jetzt hat er sich Schrecken geholt. Was ist der jetzt eigentlich für Angriff? Oh, Gott sei Dank. Weil ich nämlich nicht bedacht habe, wenn ich Limit mache, hat er dann kein Mana. Das ist ein bisschen doof im Bosskampf. Jetzt schnappt er einfach nur zu, ne? Auf jeden Fall wendet er so seine Angriffsweisen. So, wen hat er? Jetzt hat er momentan gar keinen. Ah, jetzt holt er sich wahrscheinlich. Alles, ja. Auch auf irgendwann. Jetzt kommt er damit weiter. Kommt aber nicht hoch. Kommt er damit mal irgendwann auf? Ich kann ihn so nicht angreifen. Kann ich den von hier aus? Kam ich ran. Hat gereicht, damit er wenigstens wieder unten ist und die anderen wieder angreifen können. Wenn ich einfach hier in den Trug komme. Mal ja, mal nein. Ich muss halt hoch, während ich ihn nicht anvisiere, weil dann die Kamera sich sonst mal verdreht. Boah. Ja, fick. Ich flippe hier gleich aus. Ja, nichts machen. Na dann, wenn ich denke, ich kann jetzt hier. Mann. Ausreichend. Ich komme ja so nicht hoch. Halt nicht den, den ich anvisiere, ne? Ist auch gut. Puh. Wie mache ich denn das? Ich habe halt Glück gehabt, dass ich so bald dran kam.
dann so wenigstens ein bisschen zu erwischen. Jetzt macht er wenigstens was anderes. Gott sei Dank. Oh, jetzt hat er alle drei. Nicht so schlimm. Hoffe ich. Solange es nicht wieder so eine blöde Attacke ist. Cool, weil wir so ein bisschen herumgleiten dabei. Halt alles drei, ne? Hat jetzt Feuer gemacht, jetzt macht er dieses, hat er dieses Schnappen gemacht. Und wieder Feuer. Hauptsache, er macht nicht wieder diesen blöden Fernangriff. Wo ich ihn einfach nicht erwischen kann. Ich kann ja auch nichts davon zurückschleudern. Also es passiert ja nicht, dass ich irgendwie Dreieck drücken kann zum Kontern oder so. Was anderes zum Auslösen. So viel dazu. Ja, wo bist du? Da. Ich schaffe es echt nicht, gerade auszugehen. Aber jetzt macht er das nicht mehr gut. Braucht auch nicht die ganze Zeit machen. Ich habe ihn ja gleich erledigt. Ich will ihn erledigen. Ich will ihn erledigen. Komm, 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 Sora. Mach das. Ja, geht doch. Hyperheilung hat Donald gelernt. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir mal sehen, ob Oogie Boogie bereit ist? Oogie? Ist er nicht derjenige, der damals versucht hat, die Stadt zu übernehmen? Genau der, Freunde. Ich hoffe, ihr seid auf Probleme vorbereitet. Inzwischen sind wir es doch gar nicht mehr anders gewohnt. Da hat Goofy auch recht. Schöne Bescherung, jetzt habe ich mich verlaufen. Wie überaus unüberlegt von mir, wo ich mich doch auf Weihnachten vorbereiten sollte. Sind Sie Herr Niki Graus? Wenn du Nikolaus meinst, dann ja, der bin ich. Ich hatte gehofft, Sie hier anzutreffen, nachdem Jack den Wald erwähnte. Bitte, Sie müssen unbedingt ins Weihnachtsland zurückkehren. Ich befürchte, es könnte sich sonst etwas Schreckliches ereignen. Ich hinke zweifelsfrei mit meinen Vorbereitungen hinterher. Sagt Jack, dass ich zu Hause auf ihn warten werde. Er wollte was wegen Weihnachten mit mir besprechen. Genau das ist das Problem. Gehen Sie nach Hause und verriegeln Sie die Tür und nicht aufmachen, falls er klopft. Da, der Dicke in Rot. Den Rauschebart soll ich also entführen? Ganz recht. Sperr ihn weg und fang dann damit an, das Weihnachtsland auseinanderzunehmen. Das wird Sora und die anderen mit Sicherheit anlocken. Und dann gehören sie mir. Ja, und ich verwandle inzwischen den herzlichen Nikolaus in einen Herzlosen. Besprechung vorbei. Wer ist da? Oh. Was ist los, Sally? Jack, Oogie Boogie hat Niki Graus gekidnappt. Oh nein. Und er ist ins Weihnachtsland unterwegs. Na los, Jack, wir müssen uns beeilen.
Ja, das machen wir natürlich. Aber in erster Linie in der nächsten Folge. Ich bin jetzt so weit, dass ich zum Speicherpunkt gehen kann. Na gut, die nehmen wir auch noch mit. Dich noch. So.